Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Sunless Sea. Jetzt ist das wieder mal ein freies Steam-Wochenende, weil ich ja zu meiner großen Schande das Spiel noch immer nicht gekauft habe. Ich weiß, Asche auf mein Haupt. Mea culpa, mea maxima culpa. Aber ich habe mir gedacht, ich nutze trotzdem die Gelegenheit. Ach guck mal, Sunless Skies, Kickstarter. Ja, sehr schön. Finde ich gut, dass die weitermachen, weil die haben echt Talent, die Leute hier von Fail Better Games, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen. Ich habe beschlossen, ich will trotzdem reinschauen, auch wenn ich es nicht gekauft habe, weil das Spiel hat doch garantiert sich noch weiterentwickelt. Also müsste ich jetzt abgleichen mit dem alten Video V222. Also die haben auf jeden Fall das eine andere Update da reingebaggert. Da habe ich gedacht, ich schau mal. Jetzt, ich klicke mal auf Continue. Ich hatte das ja deinstalliert. Es wäre natürlich schick, wenn das noch da wäre. Dann müsste ich auch vor allem mein Gecheate ist ja kein Multiplayer. Das tut ja dann niemandem weh. Ich hatte ja nur das letzte Mal in der Datei ein bisschen rumgefuhrwerkt, damit ich irgendwie an Geld komme. Damit ich halt mal ein gescheites Schiff habe, damit man vom Spiel was angucken können. Das heißt, ich habe das nur gemacht, damit wir halt eben Frakta Games Archiv in unserem Video auch ein bisschen was sehen, mehr als nur den Hafenbereich. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr genau. Das ist doch nicht mein... Ist das kleine, große, dicke Schiff? Sag mal, wir fahren... Wir legen vielleicht doch besser noch mal kurz an. Boah, erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Klöng. Gleich mal ein Kratzer im Lack. Klöng und noch ein Kratzer reingemacht. Schön. Die Entrapper. Trap Nord. Mit den Kanonen. Ist noch alles da. Cool. Sehr schön. Jetzt, auf der anderen Seite. Schwierig. Was hatten wir jetzt? Da kann man gar nichts kaufen. Schlecht, das heißt, wir müssen hier auslaufen und müssen bald wir müssen nach Westen fahren. Wir brauchen Nahrung und Treibstoff. Ja, das ist ja natürlich auf der anderen Seite. Wie soll ich jetzt erkennen, was neu ist, wenn überhaupt was neu ist? Das Spiel ist so schräg. Aha. Ich hoffe, das wird was mit den rechtzeitig einen Hafen erreichen. Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss mit einem von diesen kleinen Anfänger-Muckelschiffen. Da kommt man ja ewig nicht aus dem Startgewässer raus. Das sieht gut aus. Der südliche Hafen. Also vom Namen her. Ein Schiffsfriedhof. Das sieht auch aus wie ein Dock. Ah, dann laufen wir das mal an. Ah,
das ist gar kein Schiffsfried. Ja, doch, irgendwie schon, weil die Schiffe schwimmen ja wahrscheinlich nicht mehr, so wie das aussieht. Also die schwimmen noch, aber ich meine, die werden nicht mehr wirklich als... Aber ziemlich stark befestigt. Mit dem Einparken, das klappt einwandfrei. So, aber hier gibt's Shops und das ist das, was hier zählt. Da. Mach mal voll. Dann will mir jetzt wieder hier irgendwo liegen bleiben. So. Ups, das ist jetzt doof. Stimmt, das war ja ein Cargo. Ja gut, andererseits, das war bei Weitem als nicht so schnell runtergegangen wie der Treibstoff, gell? Was ist das denn? Okay. Aber Traveler's Friend ist gut zu wissen, dass wir haben eine schöne Sache. Komm, mach mal. Okay. Ich würde sagen, wir gehen auf Kurs Süd. Fahren hier einen Bogen. Fahren wir nach Nordwest. Und fahren wir zurück, weil hier wissen wir, dass wir alles bekommen. Wobei im Port Cecil müssten wir eigentlich auch alles bekommen. Okay. Das ist halt einfach so ein schön... Wow, oh, 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 was war das denn? Aha. Ist das jetzt feindselig oder nicht? Ich würde sagen, ja. Es ist feindselig. Gott, das wird damit auch geklärt. Die Ramme! Die Ramme blappt! Das ist okay.
Wir fahren jetzt trotzdem zurück in den Hafen, um uns zu reparieren. Also brauche ich mehr Flares. Aber die waren keine Gefahr für uns. Hier gibt es gar keine Flares. Und ich kann mein Schiff nicht reparieren. Dann fahren wir vielleicht doch besser hier hin nochmal, weil da geht das. Das haben wir ja schon rausgefunden. Vielleicht haben sie das gemacht in den letzten Updates. Sie ist mehr ein bisschen feindseliger, also mehr Gegner. Aber ich kann mich vage erinnern, obwohl es jetzt schon wirklich ein paar Tage her ist, dass wir das letzte Mal hier waren, dass es eine relativ gechillte Sache war. Da waren ab und zu mal ein paar Fledermäuse, aber ansonsten war es eigentlich ziemlich... ja, überschaubar. Oder? Weiß ich nicht mehr genau. Vielleicht gehen wir hier auf Flares. Nicht irgendwie nicht. So kann ich jetzt nicht reparieren. Dann fahren wir mal die beiden Kahnhäfen an und dann, also hier Clorian, also ja, und das Herz, und dann fahren wir nach Port Cecil, wenn das ja dann ergeht. Mal ein bisschen Schub. Gut, ist jetzt nicht gerade kritisch, ja, das kleine Ratteschiff da, das hat uns jetzt nicht wirklich hart getroffen. Wir können nicht auch südlich an Khan's Shadow vorbeifahren. Erklären wir noch ein bisschen Karte. Wir wurden doch schon wieder angeschossen. Ah, da kommt mal gar nicht andocken, gell? Doch, kann man, sonst würde ich das ja nicht so angezeigt bekommen, als Hafensymbol. Ha, was ein Wendemanöver!
Einwandfrei eingedockt. Toll. Na toll. Es hat sich ja mal gar nicht rentiert, die Arbeit. Okay, wir versuchen nach Port Cecil durchzukommen. Ui. Oh, das wird sogar Supplies bringen, wenn wir den platt machen. Aber ich will erst das Schiff reparieren lassen. Neblige Gewässer. Ja, wir brechen. Nee, wir brechen da nicht durch. Das irgendein Vieh. Also doch, ich habe wirklich den Eindruck, dass da jetzt mehr Leben im Wasser, also ja, mehr Leben im Wasser ist. Da haben wir ja schon Port Cecil. So, dann hoffen wir mal, dass der Hafen hält, was wir uns davon versprechen. Hehehehe. Der verfolgt mich, der verfolgt mich wirklich sehr schnell. Nee, das machen wir mal nicht. Wir locken nicht noch mutwillig mehr Viehzeug an. Eigentlich unbedingt töten die Albino-Moräne. Wir können vielleicht kommen wir auch so davon. Haben wir ein paar Warnschüsse verpasst und dann zieht sie von dann. Ja, immerhin. Gott. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen Kurs Nord, oder? Wobei eigentlich wollte man nach Süden fahren, gell? Aber gerade eben habe ich das Gefühl, es könnte interessant sein. Weil der zentrale Südbereich haben wir auch noch nicht erforscht.
Okay, wir fahren nach Süden. Nehmen einfach Port Cecil so ein bisschen als zentralen Knotenpunkt. Freund oder Feind? Das ist die Frage. Okay, Feind. Warum frage ich mich das eigentlich? Auf, komm ran, kleine Scheiße. Kriege ich gleich nochmal frontal einen drauf. Aua! Oh oh. Oh, der hat Freunde rangeholt. Nur halt keine Freunde von mir. Aber jetzt so, ja gut, aber wir können da nicht reparieren. Und ich würde jetzt wirklich gerne mal langsam... Wir nehmen Kurs Nordwesten, fahren zu den Shepherd Isles nach Field Haven. Wir hoffen dort die... Ach guck mal, wir müssen gar nicht in den Hafen für Reparaturen. Das finde ich aber auch interessant. Besatzung kann das selbst. Ich weiß ja, das hätte ich jetzt irgendwie cooler gefunden, wenn sie das im in Hafen übertragen würden. Okay, dann fahren wir jetzt aber trotzdem dann wieder Port Cecil an, um unsere Vorräte aufzufüllen. Außerdem ist da draußen irgendwo noch dieses andere Schiff. Mit dem haben wir auch noch eine Rechnung offen. Aber das bilde ich mir noch nicht ein, dass jetzt plötzlich hier mir abgeht. Finde ich gut, aber wahrscheinlich nur deshalb, weil ich mir halt das dicke Schiff da ausgerüstet habe. Das würde ich das wahrscheinlich auch nicht begrüßen, dass hier plötzlich mehr abgeht. Ich hätte gerne noch mehr Flares.
du wieder. Komm, dir laufen wir gerade davon. Kannst du mir den Kreuzer anfressen, der da südlich unterwegs ist. Ich muss mir wirklich mal bei Gelegenheit kaufen, das Schiff. Da machen wir ein paar schöne Videos, wie wir das hier erkunden. Bonnie's Reef. Mir ist nicht so der Freund davon, den mutwillig in den Riff reinzufahren mit einer Dreadnought. Machen wir mal geschmeidig. Fahren wir mal einen Bogen. Guck mal, die haben eine Ankerstelle. Oh, und sogar ein Leuchtturm in der Nähe. Das liest sich doch schon mal gar nicht schlecht. Aber die ist auch besser. War jetzt ein bisschen enttäuschend, aber wir haben dafür hier eine neue Bunkerstation. Also hier können wir Kohle bunkern, also Treibstoff, und wir können Nahrung aufnehmen, proviantieren. Das ist auch schon ganz schön, wenn wir hier einen Stützpunkt kennen. Schlagen wir hier einen kleinen Bogen entlang dieser Fosky Plagues. Ach man, was wir da gesichtet haben. Ich würde sagen, ran an den Feind. Well, that escalates quickly. Ja, das war jetzt nicht üppig, aber es war auch kein harter Kampf, gell? Aber das Meer wieder ein wenig sicherer gemacht. Toll. Naja, mehr Protein im Biskuit, oder? Ah, da fahren wir aber lieber nicht dicht daran. Oh. Die Fauna dieser Gegend müssen wir jetzt nicht unbedingt bekämpfen. Piratenschiffe sind ja das eine. Aber jetzt hier irgendwelche Tierchen wegballern. Toll, gefangen zwischen einem Hai. Wir sollten aber eigentlich schneller sein als der Hai.
Theoretisch sollte man dem einfach locker davonlaufen können. Gott! So viel zum Thema, wir fahren nach Süden. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt doch wieder im Norden gelandet sind. Gut, das kennen wir schon, das Riff. Beziehungsweise das Rift. Ein Reef ist ja ein Riff. Jetzt hätte ich gern mehr Flares an Bord. Ich würde sagen, wir schlagen eine Kurve nach Südost, um dann wieder da bei Demo zu bunkern. Und dann fahren wir wieder nach Süden. Was ist das denn? Jetzt bin ich immer neugierig. Okay. Also ich finde das auch einfach schön hier, die ganzen Logbucheintragungen. Oh. Bist denn du Freund oder Feind? Ich würde sagen neutral, oder? Wir verharren mal kurz und warten mal ab, was passiert. Okay, wir fahren nach Süden weiter. Er hat ja abgedreht. Okay, Volldampf nach Süden. Durch die Patterson und die... Da haben wir wieder ein Hai. Ja, wir gehen eh auf Kurs, wobei, wenn wir jetzt hier sind. Doch, wir gehen ins Kurs West. Zum Bunkern. Und proviantieren. Und dann nehmen wir Kurs, wobei, dann habe ich schon wieder, war schon wieder relativ lang da, gell? Ach, ist ja einfach ein schönes Spiel. Na, mal gucken, vielleicht im Summer Sale. Also ich würde es den Entwickler natürlich auch gönnen, den Vollpreis. Aber bei dem Umsatz, den ich bei Steam, also für Steam mache, finde ich das dann auch irgendwo gerechtfertigt, wenn ich dann bei dem einen oder anderen, also wenn ich generell häufiger mal auf einen Sale warte. Ich habe ja nicht umsonst bei Steam die Auszeichnung bewahrte Spielebranche. Ah, ich muss den Kurs Nordost halten. Ah, guck mal an, das Schweinebande. Aber ich mache mir noch platt.
da müssen wir nicht bezahlen. Wobei, das finde ich so ein bisschen schade, dass wir hier kein zivilen Frachtverkehr und so, Passagierschiffe, ein bisschen Abwechslung der Hinsicht noch haben. So. Es hätte mich ja noch gereizt, aber dann gibt das wieder so ein langes Video. Und wir müssen ja noch ein bisschen was haben im Spiel zum Angucken, wenn ich es mir gekauft habe. Also ich habe den Eindruck, sie haben es ein bisschen lebendiger gemacht. Es muss ja seinen Grund haben, warum das mittlerweile Version 2 irgendwas ist. Mal gucken. Ich kann ja auch einfach mal ein bisschen das recherchieren, mal ein bisschen so die letzten News-Updates durchlesen. Dann kann ich das ja unten mal reinschreiben, was sie noch so getrieben haben. Aber war trotzdem schön, mal wieder hier zu sein. Es hat schon seinen Grund, warum das auf meiner Steam-Wunschliste ist. Ich zocke jetzt aber weiter ins nächste Spiel. Hab ja unheimlich viel noch vor. Es muss ja weitergehen. Ja, für die Mission. Fürs Infarktor Games Archiv. Deshalb, also wir sehen uns hier wieder. Ja, versprochen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.